Was hat diese Salami mit dem Thema Entscheidungen treffen zu tun? Okay, du stellst dir jetzt vielleicht die Frage, da war doch gar keine Salami. Ja, da war jetzt auch keine Salami, weil wegen Salami und Hände dreckig, aber das kannst du dir hoffentlich vorstellen, ne? So schöne klassische Salami. Wenn du Entscheidungen im Leben treffen willst, gibt es verschiedene Taktiken, verschiedene Wege, verschiedene coole Tools, die dir helfen, dich zu entscheiden. Und genau die will ich dir heute zeigen. Und die allererste ist genau die. Die Salami-Taktik. Du kannst die auch von mir aus die Putenbrust-Taktik nennen, wenn du jetzt so kein Salami-Esser bist, oder die Tofu-Wurst-Taktik, wenn du Tofurianer bist. Auch das ist absolut möglich. Worum geht's? Wenn du häufig vor großen Entscheidungen stehst, dann hilft dir die sogenannte Salami-Taktik. Salami-Taktik bedeutet, du nimmst diese große Entscheidung, die aus vielen kleinen Entscheidungen besteht, und teilst die in ganz viele kleine Scheibchen. Beispiel: Du überlegst dir, ich will Doris heiraten. Wenn du dir Doris heiraten willst, dann gehört dazu, dass du Doris ein Hochzeitskleid kaufst, oder Doris kauft sich selber eins, dass du Doris einen Antrag machst, dass du Doris einen Ring kaufst und dir ein Leben mit Doris vorstellen kannst. Das heißt, diese Entscheidung für eine Hochzeit oder gegen eine Hochzeit mit Doris besteht aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen kleinen Entscheidungen. Und was ich dabei hilfreich finde, ist, wenn du dir diese kleinen Entscheidungen anschaust und dann überlegst, ob du diesen kleinen Entscheidungen zustimmen würdest, kommst du auch schnell zu dem Ergebnis, ob diese große Entscheidung auch zustimmungsfähig ist. Das ist die erste Taktik. Die kannst du dir auf ein Blättchen schreiben, hängst du dir irgendwo in deinem Leben, in dein Büro oder in dein Wohnzimmer oder auf der Toilette auf. Zweite Möglichkeit ist, wir fangen immer an, alles zu analysieren. Kennst du, oder? Schatz, hör mal, ja, hier ist ein Restaurant, ja, lass mal gucken, ja, gucken wir mal auf die Karte, ja, 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 aber lass doch mal die Straße runterlaufen, da sind noch mehr, nix Restaurant, ah, guck mal hier, ja, ja, aber lass doch mal weiter gucken. Wir sind immer am Analysieren, wir sind immer am Überlegen, was das Richtige für uns sein kann, und am Ende vergessen wir eine Sache, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Beziehungsweise, kleiner Hack, ganz häufig ist es dann das, was wir eigentlich als erstes wollen. Ja, komm, wir gehen nochmal zu dem Restaurant vom Anfang zurück. Oder man bricht am Ende ab und sagt, ach komm, wir nehmen einfach das jetzt. Die dann zwischen dem ersten und dem letzten sind, zu dem Restaurant geht eigentlich nie jemand. Nächste Möglichkeit, die du also sehr, sehr gut einsetzen kannst. Dritte Möglichkeit, den Blickwinkel zu verändern. Was ich manchmal mache ist, ich stelle mir vor, hier steht noch ein anderer Felix, so ein ganz schlauer Berater, und dann sage ich dem, was würdest du denn jetzt machen? Und der sagt mir dann, was ich eventuell machen würde, und ich versuche, diesen Blickwinkel dieser anderen Person einzunehmen und quasi dadurch auch eine etwas externere, etwas objektivere Betrachtung zu haben. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, viele Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir emotional, treffen wir impulsiv. Das sind meistens nicht die richtigen Entscheidungen, sondern richtige Entscheidungen brauchen auch Entscheidungszeit, aber eben nicht 6 Jahre, sondern eben zumindest so viel Zeit, um ein wenig abzuwägen. Und darum hilft das. Was du dabei auch cool machen kannst, ist, ich nenne das immer die Adlerperspektive, dass du dich selber mal aus der Situation rausziehst, dir vorstellst, du bist oben der Adler, der durch die Gegend fliegt, und sich mal einfach das anschaut, die Entscheidungen, die du da treffen musst, und welche Zusammenhänge gibt es da? Also, was hängt da zusammen, was könnte als nächstes passieren? Was mich schon zu der nächsten Taktik bringt. Also merkst, es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten. Nächste Taktik, die ich dir empfehlen würde, die nenne ich 10-10-10. 10 Tage, 10 Monate, 10 Jahre. Was, wenn du diese Entscheidung triffst, passiert in 10 Jahren? Wie groß ist der Impact, die Auswirkung in 10 Jahren? Wie groß ist die Auswirkung in 10 Monaten? Und wie groß ist die Auswirkung in 10 Tagen? Weil bei manchen Entscheidungen haben wir das Gefühl, boah, das ist so eine richtig wichtige Entscheidung. Und das hat schon in 10 Monaten keinerlei Relevanz mehr. Und dann musst du dir die Frage stellen, ob das so eine große Entscheidung ist. Und das nimmt mir manchmal so ein bisschen den Druck. Wenn ich mir jetzt überlege, heute Morgen, boah, darf ich jetzt ein Croissant essen oder soll ich lieber Nutella-Brötchen essen? Wenn ich mich jetzt einmal für das Croissant entscheide, wird das in 10 Tagen, in 10 Monaten und in 10 Jahren keinerlei Auswirkungen haben. Wenn ich jeden Tag das Nutella-Brötchen oder jeden Tag das Croissant esse, dann wird das eine ganz, ganz große Auswirkung haben. Eine super coole Sache, die mir mega krass hilft, kommt jetzt. Das klingt sehr clickbaiting. Bleiben Sie bitte unbedingt in diesem Video, weil jetzt kommt noch die ultimative geheime Waffe. In der Zeit hat jetzt garantiert keiner abgeschaltet. Und zwar, ganz häufig denken wir zwischen A und B, eine Entscheidung zu treffen zwischen 1 und 2. Und meistens ist es so, dass es anders kommt, als wir denken.
Beispiel. Du stehst da und überlegst, heirate ich jetzt die Doris oder heirate ich die Martha? Oder machen wir mal irgendwie ein paar jugendlichere Namen. Möchte ich die Lia heiraten oder die Marie? So, und du stehst da und triffst diese und überlegst, was du tun kannst. Und hast nachher auch mit Hilfe der Taktiken, über die wir gerade gesprochen haben, eine Entscheidung getroffen. Jetzt bist du 5 Jahre mit Lia zusammen und nach 5 Jahren merkst du, alter Falter, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt, das Leben mit der Lia. Hätte ich mich mal damals für die Marie entschieden. Genau das ist der Fehler. Genau das ist der Fehler. Weil du bewertest 2 Dinge und wenn eine Sache davon nicht klappt, hast du das Gefühl, dass andere hätte klappen müssen. Weil wir kennen richtig und falsch. Es gibt aber auch falsch und falsch und richtig und richtig. Es hätte sein können, weil du so ein Idiot bist, dass es mit der Marie genauso wenig funktioniert hätte. Oder es hätte sein können, dass es mit der Lia super funktioniert hätte, wenn du das oder das anders gemacht hättest. Mach also nicht den Fehler, dass du immer wieder rückwirkend denkst, okay, hätte ich das mal anders gemacht und hätte diesen anderen Weg gewählt, weil du gar nicht weißt, ob dieser andere Weg richtig ist. Der letzte Punkt, den ich dir mit auf den Weg geben will, ist das Thema Mut. Den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen. Das ist das Allerwichtigste. Bereit zu sein, eine Entscheidung zu treffen für bestimmte Dinge und nicht die ganze Zeit, wie man so schön sagt, damit schwanger zu gehen und zu denken, oh ja, gut, ich lasse mir mal Zeit mit der Geburt für diese Entscheidung. Viele Entscheidungen lösen sich mit der Zeit auf, viele Chancen im Leben vergehen, wenn du nicht den Mut hast, diese Entscheidungen zu treffen. Wie gehst du mit Entscheidungen um? Wie machst du das? Schreib mir das doch mal in die Kommentare. Schreib doch mal rein, hey, pass auf, Felix, wenn ich Entscheidungen treffe, mache ich immer mir eine Liste mit A und B, Pro und Contra. Oder was auch immer. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Oder lass so ein Däumchen da, ne? Oder lass ein Abonnement da oder was auch immer. Würde ich mich über alles freuen.